werde jetzt erklären, wie bei diesem Puppenkleid der Ausschnitt gestrickt wird. Ich habe von der Taille an 10 cm hoch gestrickt und mache jetzt den Ausschnitt am Rückenteil. Dazu muss ich zuerst Maschen abketten in der Mitte. Ich möchte die mittleren 12 Maschen abketten. Da ich insgesamt 34 Maschen habe, also 34 minus 12 sind dann 22 übrig, die ich gleichmäßig auf beide Seiten verteile. Das heißt also, dass ich jetzt zuerst 11 Maschen stricke, bis ich dann die mittleren Maschen erreiche. Das sind jetzt die 11 Maschen und jetzt kette ich 12 Maschen ab. Das heißt, die erste, die abgekettet werden soll, wird gestrickt und dann noch eine. Und dann wird die erste Masche über die zweite gezogen. Das habe ich jetzt einmal gemacht, zweimal. Das Ganze wiederhole ich, bis ich 12 Maschen abgekettet habe. Wenn ich das gemacht habe, müsste ich noch 11 Maschen übrig haben, die dann ganz normal rechts gestrickt werden. Ich habe meine mittleren Maschen abgekettet, stricke jetzt die restlichen Maschen, die 11 Maschen von der Schulter. Wenn ich das Ende der Reihe erreiche, wende ich die Arbeit und stricke jetzt nur diese 11 Maschen zurück, denn beide Schultern muss ich jetzt getrennt stricken. In der Mitte ist ja der Ausschnitt. Wenn ich wieder in der Mitte der Arbeit bin, drehe ich die Arbeit wieder und kette jetzt nur eine Masche ab. Stricke dann wieder, bis ich das Ende der Reihe erreiche und zurück. Das Ganze mache ich dreimal und dann kette ich alle Maschen ab, die restlichen Maschen. Die restlichen 8 Maschen sind dann die Schulter. Nach der letzten Abnahme im Ausschnitt stricke ich die Reihe zu Ende. Es sind jetzt noch 8 Maschen übrig und dann in der Rückreihe werden diese 8 Maschen abgekettet und die erste Schulter ist fertig. Eine Schulter ist fertig. Ich nehme die Arbeit und weil ich ja zuletzt in die Richtung gestrickt habe, muss ich jetzt wieder zurück. Deshalb fange ich auf der Rückseite an, nehme den Faden und beginne die Reihe mit der einen Masche, die abgekettet werden muss. Am Ausschnitt und stecke die restlichen Reihen zurück und danach wird der Ausschnitt ganz genauso gemacht wie auf der anderen Seite, indem nämlich immer am Anfang der Reihe eine Masche abgekettet wird, dreimal und dann die restlichen Maschen abgekettet werden.